Wo sind sie denn? Ja, das war er, hoffe ich. Fehlst du noch? Du? Und was schießt da noch? Zone abgeschlossen. Zone Nummer 3. Na komm. Und ich habe das Gefühl, es werden mehr Asteroiden von Zone zu Zone. Ah, da sind sie. Ich wollte gerade fragen, haben wir doch Gegner? Oder sind die gerade ausgegangen? Vor allem eigentlich jedes Mal, wenn wir irgendwas aus Steinen zerstören, sollten wir Steinchen kriegen. Aber hier ist das irgendwie nicht so seltsam. Ups. Ja, ich hätte gerne das Ganze nochmal versucht. So, einer fehlt noch. Das bist du. Okay. Noch einer fehlt. Wie viele müssen es denn noch sein? Wo seid ihr denn? Okay, der lässt sich ganz schön bitten. Ich wünsche jetzt da... Ah, war da. Der ist also hinter mir. Geht doch. Ab in den Überraum. In den Überraum. Okay, 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 I see. Das sind alles Kurzstreckenjäger, die können ohne Basis gar nicht hier hinfliegen. Melde dich beim Rebellenschiff über Yavin 4. Oh. Steinchen Asteroid, den müssen wir ganz fix noch entfernen. Okay, es ist ein Steinchen. Nee, Entschuldigung. Große Tempel. Bist du das Ziel?
Nett, hat er also seine Arbeit aufgeheizt? Wie? Aber vielleicht kommt er ja noch vorbei, um sich dafür zu entschuldigen. Ja, Theron Nett hat ganz bestimmt ein schlechtes Gewissen und ist schon auf dem Weg. Es ist definitiv nicht das, was wir machen wollten. Okay, ich schätze, das war's. Danke für die Lieferung. Die neuen Medaillen werden dringend gebraucht. Bei der letzten Zeremonie sind sie ausgegangen und der große Haarige fand es gar nicht lustig. Es ist doch der... Aber eigentlich ist es die falsche Lieferung. Melde dich beim Rebellenschiff über Yavin 4. Du hast die Vorräte dabei? Was ist mit Bex? Hört mich jemand? Ich habe Probleme. Das sind einfach so viele. Ich nehme die Vorräte. Flieg du zu Bex rüber und hilf ihm. Schnell. Was denn? Ich riskiere fast jeden Tag meinen Hals. Heute habe ich Ruhetag. Ja dann, wenn er heute Ruhetag hat. Dann erledigen wir jetzt auch noch den letzten. Ich puste dich weg. Das kann nur auf eine Art enden. Ah, das sind schöne Bomber. Ich glaube, davon hätte ich auch gerne hier ein Modell irgendwo rumstehen. Los, aufziehen! Du hast mich erwischt! Oh. So, beschütze Bix vor den Angriffen des Imperiums. Ist das denn jetzt die richtige Raumschlacht? Ja, das ist sie. Oh nein, dich sollte ich nicht erschießen. Ah, den Code lese ich gleich vor. Noch drei Jäger, dann gibt's den Code. Wie praktisch, dass sie sich für uns gesammelt hat. Und Quote 65. Tote Gegner sind tote Gegner. Absolut. Ach, den hattest du gestern erst. Aber er stimmt immer noch. Auch in diesem Spiel. Danke für deine Hilfe. Gefiel dem Imperium wohl nicht überlistet zu werden. Sie haben tatsächlich mal einen anständigen Kampf geliefert. Ja. Die Rebellion kann mutige Leute wie dich immer gebrauchen. Außerdem sind wir ein gutes Team. Lass es uns irgendwann dem Imperium mal wieder zeigen. Ist klar. Endlich mal ein guter Kampf. Ich hab Hilfe, ich brauch Hilfe. So. Zurück nach Tatooine. Wir haben da noch einige Dinge zu tun. Einige Dinge. Wenn ich das so richtig sehe, werden wir dieses Jahr nicht mehr aus diesem Spiel rauskommen. Nicht, wenn wir es auf 100% spielen wollen. Das hätte ich im Januar sagen sollen. Ich habe ein neues Update erhalten. Mein Leben hat wohl wieder einen Sinn. Dann mal weiter. Die schießt weg. Okay. Upsi. Aber ich habe zuerst geschossen. Jetzt liegen hier dummerweise wieder überall Steinchen rum und ich weiß nicht mehr, wo wir genau hin mussten. Wobei die respawnen ja eh. Ah,
dann reden wir doch mal mit dem hier. Ach, der alte Ben, so eine ruhige, sanfte Seele, er lebt auf dem Anhöhe mit den Blicken und so, Klippen und so weiter und so fort. Okay. Okay, die Dinger kriege ich wohl nicht weg. Warum nicht? Geht unter erst weg machen. Nö, den kann man sich einfach kaputt machen. Na dann. Und hier wissen wir ja, hier brauchen wir eigentlich nur ein kleines Mini-Loch, da geht alles auf. Hau rein, Kumpel. Wunderbar. Ja, und wir haben den Held Big Star Darkleiter fertig gemacht. Okay. Ja, da haben wir nochmal so ein Ding, wo wir hochklettern können als Jedi. Ich glaube, das haben wir auch noch nie gemacht. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber was haltet ihr davon, wenn wir das Spiel einfach weiterspielen und Dinge auf 100% spielen? So rein vom Interessantheitsgehalt. Oder sagt ihr, ihr würdet dann doch lieber irgendwas anderes sehen wollen? Dann würde ich für das nächste Mal lieber was anderes vorbereiten. Oder ist es okay für euch? Hallo. Genau, das war super. Ich bin da leidenschaftslos. Na dann. Solange du unterhalten wirst, ist es egal, was womit. Okay. Das war jetzt vielleicht nicht so optimal. Da. Ach, ich liebe den Doppelsprung. Es gibt nichts Besseres als einen Doppelsprung. Steck in luftiger Höhe. Erfolgreich. War da eigentlich noch eine Kiste drin? Die war so. Nein, nicht? Okay. Ich weiß zwar nicht, wie du hergekommen bist, C3, aber. Ich bin beeindruckt, Goldjunge. Würde jetzt. Ein gewisser Herr Solo sagen. Ich renne mal zu den beiden einzelnen Dingern da rüber. Ah, die sind irgendwo anders. Okay. Ich renne weiter. Ja, die Ecke hier sieht besser aus für die beiden einzelnen.
Ach, diesen schwierigen Sport. Ich glaube, das Ding haben wir schon gemacht. Ach, wie schön, da unten ist er. Hallo, wer ist Banta? Aber irgendwie... Ach, sehr gut. Wir haben zufälligerweise ein Protokoll drüben, aber... Vorsicht, der Rede der Sardakugel. Bei Druide ist nicht... vorsichtig unter hier eingefallen. Er wird langsam in Sardakbau verdaut. Er ist nichts mehr wert, wenn der Sardak aufhört. Einige periode Schiffe landen Rippers, steht für einen Mann-Pumpbesitz wie ein gefangener Rebellen, die zu essen. Aber bleib nicht lange im Wagen. Wenn wir die an unseren Sardak vorverfüttern, werde ich vielleicht bei den Druiden zurückbekommen. So, könnt ihr mir böse imperiale Schiffe zerstören und Rippers besorgen? Ja, klar. Wüste übersehen mit dem Schiffswachs. Einige müssten noch Ippers im Inneren haben. Für die Bestie wie Sardak brauchen wir viele Ippers. Okay. Dann organisieren wir jetzt doch einfach mal einen Sardak-Snack. Imperiale Schiffe. Schneller, Ashoka, schneller, bevor die Epas, die seit Jahrhunderten hier rumliegen, irgendwann vielleicht doch mal schlecht werden. Haben sie sich gerade selber erschossen? Auch sehr gut. Das Einzige, was halt störend ist, sind die ganzen Laufwege. Die sind nicht so optimal. Nein, den Dingern sind die ganzen Dinger, alles klar. Nächster in die Richtung, okay. Ja. Jetzt weißt du warum. Einen weiteren. Wow. Ich merke schon, das artet dann in der Arbeit aus. War es das nicht? Wo ist jetzt unser Highlight für die Dinge? Müssen wir das Ding auch zerstören? Ich meine, wir hatten ja noch unsere Kistenaktion offen. Da sind doch Imperiale.